Seid gegrüßt und willkommen zur 72. Episode meiner Prison Architect Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir warten mal auf die neuen Häftlinge und hoffen, dass nichts weiter kaputt geht. Immer noch keine Häftlinge. Ach, kommt schon, schneller. Und da müssten sie kommen. Sind sie auch nicht? Ladet mal schneller ab, Leute. Heute staut sich hier wieder alles, ne? Mann. Wow. Gut, dass sie dadurch nicht aggressiver werden oder so. Ist das denn... Ich glaube, den Müllraum sollte ich nur von außen zugänglich lassen. Ah, nee, das geht nicht. Moment mal. Dann mache ich das lieber so. Die Personaltür kommt hier hin. Dann mache ich hier zu. Warum ist hier noch so ein Stück? Keine Ahnung. Das mache ich weg. Und dann kommt die Tür auch weg und kommt dorthin. Oder kommt das Teil hier zu? Und hier kommt das Ding hin. Mach das mal bitte. Ich will nur noch von außen daran kommen. Dann geht es auch schneller. Genau, dann ist das zu. So, da kommen die Häftlinge endlich an. Die Psychiatre. Okay, ich dachte schon, die rennen weg. Oh, jetzt wo ich diese Anzeige darüber sehe, überlege ich gerade, ob es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, die genommen, so viele genommen zu haben. 8 Stück. Wir schließen mal. Okay, die normalen Wachen kommen an und bringen sie in den Müllraum, okay? Gut. Ja, es geht doch. Genau, bringt die mal hier hin. Wie entlassen? Okay. Was? Psychisch kranke Häftlinge stehen ständig unter Druck, benötigen Gummizellen und psychiatrische Hilfe, um ruhig gehalten zu werden. Psychisch kranke Häftlinge, die ausflippen, können unser Personal angreifen, das Gefängnis beschädigen, Ausbruchsversuche unternehmen oder sich unberechenbar verhalten. Och nö. Der hat schon... Okay, der hat schon alles abgesessen. Alles klar. Dann krieg ich direkt Geld dafür, oder was? Okay, ihr kommt direkt hier hin, werdet durchsucht und... Okay, ich verstehe gerade nicht so genau, was passiert mit denen. Warum bringt ihr die denn hier hin? Brauche ich vielleicht mehr von den Pflegern? Eigentlich ja nicht. Ja, einer, der keine Zelle hat, das mache ich später. Warum durchsucht ihr die denn hier? Ah, die Pfleger holen die ab. Das ist gut. Einer geht runter, einer geht hoch. Warum? Wo gehst du denn hin mit ihm? Okay. Ja, dann geht ihr hier eben zum Empfang. Oh, ich hoffe, dass es... Okay, sodass sie überall durchgeschleust werden müssen jetzt. Kaum umständlich. Nö. Ach, der andere läuft schneller. Auch gut. Oh, ich hoffe, das läuft alles hier. Okay, kriegt direkt eine eigene Zelle. Warum habe ich denn hier so doppelte Wände? Das habe ich letztens schon gefragt, ne? Ach ja, weil ich ein bisschen blöd gebaut habe. Oh Gott, es wird wieder getasert. Wo tasert ihr? Okay, wenn getasert ist, ist eigentlich schon mal gutes Zeichen. Also gutes Zeichen bei einem schlechten irgendwas. Ja, das wird schon geklappt haben. Ich sehe nämlich nicht, dass jemand gestorben ist. So. Häftling, Status ruhig. Aber wie ist das jetzt mit eurem Tagesplan? Psychisch krank. Arbeit, Einsperrzeit.
Ich lasse das mal so. Programme. Oh, habt ihr eigene Programme? Och nö. Och nö. Programme. Verhaltenstherapie. Häftlinge, die haben oft Probleme damit. Psychologie. Ist es das? Das habe ich ja schon irgendwo zugetan. Oh, nee, die müssen jetzt bestimmt woanders rein, ne? Oh, oh. Geistige Fü psychiatrische Beratung, genau. Alle psychisch kranken Häftlinge benötigen zur Beruhigung psychiatrische Einzelsitzungen mit unserem Psychiater, um ihnen das Gefühl der Unterdrückung zu nehmen. Ohne Psychiater kann es zu gewalttätigen Ausbrüchen und anderen unerwarteten Reaktionen seitens dieser Häftlinge kommen. Angeleitet von Psychiater in Büro des Psychiaters. Sitzungsdauer 1 Stunde. Jeder Häftling benötigt breites Sofa. Nur psychisch kranke Häftlinge. Schülersitze. Wiederholbar. Schüler können von Wachen eskortiert werden. Schüler können von Wachen. Bisweilen werden Häftlinge zu diesen Sitzungen eskortiert und müssen. Nee, werden müssen. Leicht. Okay. Ich hoffe, das geht so gut. Geistige Führung, das habe ich auch noch nicht, ne? Manche Häftlinge sind religiös oder haben einen allgemeinen Bedarf an Spiritualität in ihrem Leben. Bringen Sie einen geistigen Führer aus der örtlichen Gemeinde in das Gefängnis, um sie beim Gebet anzuleiten und ihre Häftlinge zur Ruhe kommen zu lassen. Angeleitet von geistiger Führer in Kapelle. Sitzungsdauer 2 Stunden. Jeder Häftling benötigt Kirchenbänke. Jeder Häftling muss Therapiebedarf haben, bevor er teilnehmen kann. Kann extern angeworben werden. Schülersitze wiederholbar leicht. Das mit den Schülersitzen verstehe ich nicht so wirklich. Weil da stand ja gerade, die brauchen Bänke und hier steht, jeder benötigt breites Sofa und Schülersitz. Also, na, ich muss abwarten. Benutzt doch nicht diese geheime Tür, wenn alle gucken können. Och Mann. So, was ist denn mit den Sägen? Warum sitzt er denn? Ach, auch gut. Genau, ich wollte hier schon. Oh, täglicher Cashflow ist ein bisschen hochgegangen, weil eben nur auf 10.000 ist. Ist es wegen den neuen Häftlingen oder wegen der Export? Okay, ich kann jetzt wieder mehr produzieren, das wird es sein. Und ich hoffe, das wird es auch. Oh, jetzt habe ich das auch noch so dumm gemacht hier. Die Exporte müssten nämlich genauso wie der Müllraum sein, dass man direkt draußen das lagert. Ich lagere die Sachen einfach direkt draußen. Finde ich die Exporte so? Nö. Exporte. Wenn wir die hierhin verteilen würden, das müsste doch passen. Dann bleibt hier unser normaler Lagerraum. Den kann ich dann eventuell ja vergrößern. Oder? Ich überlege gerade. Ja doch, wir vergrößern den Lagerraum. Exporte kommen hier ganz raus. Und den Müll hätte ich auch eigentlich draußen. Egal. Dadurch, dass das Lager größer ist, liegt hier vielleicht nicht mehr so viel Zeug rum. Warum haben die denn alle nichts an? Gangbusiness. Warum seid ihr denn nackt? Oh oh, der ist voll gestresst, ne? Oh oh. Okay, wäre ich auch, wenn ich hier bei nackten, durch nackte Menschen geleitet werden würde. Oder daran vorbei. Aber was habt ihr denn so lange durchsucht? Direkt eine andere Atmosphäre hier. Okay, eventuell sollten wir diese Tür auch mal wieder zumachen, dass nicht jeder hier durchkommt, aber gleichzeitig auch ein Türservo dran setzen. Türservo. Strom? Ach, kommt von hier. Okay. Mach das mal bitte. Ich frage mich gerade auch, ob Krankenpfleger auch diese speziellen Wärterschlüssel haben. Ich denke nicht. Das ist aber blöd, dass wir hier nichts sehen. Wo sind denn die alle? Oh. Geht mal bitte hier hin. Ich sollte hier wahrscheinlich auch Kameras platzieren. Oh Gott. Kamera. 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 Dann natürlich überall Strom für Kamera. 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 Oh Gott. Einsatz. Eine Wache sollte hier vielleicht auch sein. Genau, hier draußen läuft einfach so einer rum, okay. Dann baue ich euch hier in den Gemeinschaftsraum eventuell auch noch Dinge hin.
So eine hübsche Lampe. Und ein Bücherregal. Was braucht man denn noch so? Ja, Sessel, Büro. Nee, oh genau, Sofa, 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 Sofa. Fernseher, das ist auch gut. Fernseher. Wieder Drogen gefunden, na toll. Breites Sofa. Könnt ihr alle hier auf den Sofas sitzen? Ist doch toll, oder? Radio ist hier auch noch und ein Getränkautomat. Tada. Was macht er? Ruht sich aus. Ah. Wir machen eher die Häftlinge Sorgen, glaube ich. Aber scheint noch okay jetzt aus. Er hier. Hyperaktiv. Oh, hier fehlt noch irgendwie. Ja, hier habe ich ja umgebaut. Böden. Wie heißt denn dieser Boden hier? Teppichbraun. Tada. Was mache ich jetzt hier mit diesen hässlichen. Soll ich die Zellen mal größer machen? Nee. Ich mache den Hof einfach größer. Oder so. Ach, sieht doch kacke aus. Ich mache die Zellen größer. Nur einige, aber okay. Ach so, Moment, jetzt weiß ich wieder. Das sind ja spezielle Gummizellen. Oder? Betonwand? Oh oh. Oh oh. Moment mal. Müssen das eigentlich alles Gummizellen sein? Also mit Gummiwänden? Wie es aussieht? Nicht. Moment mal. Umschlossen von Wänden und Türen eingerahmt. Hier steht nicht, dass es aus Gummi sein soll. Das Problem ist jetzt aber. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, was passiert. Wenn ich das so lasse. Das kann ja wieder sehr, sehr viel böses Handeln geben. Er macht Pause auf dem Klo. Gut. Ach nee, er macht hier Pause. Sind auch noch Klos. Ihr habt voll das gute Büro eigentlich hier mit Toilette drin. Haben die anderen das auch? Nee, die haben das nicht. Ihr habt mehr Schreibtische. Warte ich noch im Büro? Hier. Ihr habt ja direkt den Freizeitraum in der Nähe. Jetzt haben die wieder eine Bohrmaschine mitgenommen. Ach, ich wollte hier schauen wegen des externen Typens. Rechtsanwalt? Habe ich noch keinen Rechtsanwalt? Moment mal. Büro von Arbeiter. Sicherheitschef. Du bist der Psychologe. Du bist der Direktor. Warum habe ich denn keinen Rechtsanwalt? Schaltet Rechtsanwalt frei, der über Werkzeug, dass das Personal eingestellt werden kann. Schaltet viele Forschungsoptionen frei, die ihre Kontrolle über das Gefängnis verbessern. Okay. Das war das Büro, was noch offen war, also leer war. Oh, der wurde bestimmt getötet oder so. Ja gut. Dann habe ich halt keinen Rechtsanwalt. Den werde ich aber später irgendwann dazu holen. Was ist hier? Genau, den Laden wollte ich vielleicht nochmal zu Ende bauen. Wände? Nee, was braucht der Laden? Größe ist genug. Ziegelwand. Warum lauft ihr hier in diesem Verwahrungszellenraum rum, Leute? Könnt ihr da überhaupt raus alleine? Ah, ihr habt einen Schlüssel dafür. Was macht er? Status unruhig, psychisch krank. Hat er gerade selber seine Sachen durchsucht? Okay. Ja. Ich baue mal weiter an dem Laden. Was habe ich auch hier den. Oh Gott. So, dahin kommt der Müll. Hast du gerade die Lampe abgestellt? Okay. Du mauerst lieber. Okay, verstehe schon. So, dann ist der Ladeneingang, aber da würde ich sagen. Wie war das mit der Ladenfront? Muss ich mal wieder schauen. Wie ist denn richtig rum? Ne, das hier ist innen. So rum. Aber das Ding muss hier, glaube ich, in eine Wand rein, ne? Ziegelwand. Ladenfront, Ladenfront, sehe ich dich? Nö.
Laden, Front. Ich will sie aber doch hier haben. Oder so in der Mitte. Naja, Mitte. Dahin. So, dann brauchen wir einen Tisch. Tisch und Regal oder so. Ladenregal. Das sieht immer so eng aus. Schauen wir mal. Und warum seid ihr hier drin? Ich verstehe es immer noch nicht. Hm. Fehlverhalten, Zerstörung, einschließen. Okay. Kamera verbinden. Habt ihr einen eigenen... Ihr habt noch gar keinen Sicherheitsraum hier. Oh oh. Oh oh. Drogen, irgendwas, Missbrauch. Oh oh. Eine Überdosis. Hoffentlich wird ihr geholfen. Gut, einer bringt ihn wohl weg. Hallo? Bringst du ihn weg? Genau. Was hat er gehabt? Ein Messer oder was? Oh, hier ist wieder was mit Drogen. Oh, wo ist es denn? Du hast welche dabei, ne? Okay. Also nicht okay, aber... zur Kenntnis genommen. Was ist das denn? Hä? Ach, Luxusgegenstand, oder was? Fehlverhalten, Luxusgüterbesitz. Das geht ja noch. Hm. So, also. Mit wo verbinde ich das denn? Ich überlege gerade, ob ich hier... Hm, wir sollten... Kann man die Zeiten für das Programm vom... Nee, wo ist denn das? Hä? Moment, da, Programme. Kann man das nicht länger machen? Geht nicht, ne? Oder noch eins dazu? Dass du zwei davon hast? Oh, Moment, passt das überhaupt mit den Zeiten? Was habe ich jetzt hier drin stehen? Hm, 11, also 11 bis 13 quasi. Oh, 11 bis 13, das würde ja passen. Gut. Dann kann er jeden Tag nur einen, oder was? Ist das irgendwie der falsche Teppich, den ich hier drin habe? Mosaikfliesen? Teppichbraun. Aber was ist denn hiermit? Moment mal. Teppichbraun. Hier kann ich ihn nicht setzen. Das ist ein anderer Teppich. Der hat ein anderes Muster. Hm. Oh, oh, oh. Aber Sicherheitsraum, hatte ich ja gesagt. Hm. Ja, hier so vielleicht. Das ist auch super klein, oder? Wie heißt das nochmal? Personalraum? Nee, wie heißt denn das hier? Sicherheits... Sicherheit. 4x4. Okay, das passt ja doch. Obwohl das super eng wird. Das passt gar nicht. Kacke. Hier auch nicht, weil hier die Tür ist. Ach, dann kriegen wir halt ein äußeres, so ein externes Schulgebäude oder so. Keine Ahnung. Können die hierhin rausgehen? Mache ich das halt so. So, dann die Wand. Da, 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 da. Einmal da oben ein Durchgang. Und hier zu den Duschen. So, was brauchen wir? Aktenschrank. Büroschreibtisch. Stuhl haben wir ja tausende. Und dann brauchen wir noch die Überwachungsgedönse. Überwachungsmonitor. Das ist das Wichtigste, was ich eigentlich brauche. Wir nehmen direkt zwei, wenn wir das Geld schon haben. Aber dann kommt da noch so eine Lampe rein in die Ecke. Genau. Und die Stühle brauchen wir natürlich noch. Das wird aber ziemlich eng hier. Egal. Ach ja, und die Türen natürlich. So, Gefängnistür. Damit nicht jeder reinkommt. So, dann macht das mal bitte schneller fertig. Genau.
Und bis das fertig ist, ist auch schon die nächste Folge da. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um weitere Episoden und um zu sehen, wie es hier weitergeht, nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.